Ja, moin, moin und herzlich willkommen bei Nerd is the New Sexy. Ich habe mal wieder Post bekommen und zwar von guten Andreas Zobel vom Megastore Palast und diesmal gab es dann dieses geile Stück hier, das limitierte Mediabook von 2000 Maniacs. Ja, 2000 Maniacs ist ein Klassiker. Der Film ist von, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer irre, von 1964. Gedreht hat das Ganze Herschel Gordon Lewis, The Godfather of Gore, wie man ihn auch liebevoll nennt, der leider dieses Jahr auch verstorben ist. Ja, Grund mehr für mich, mir dieses Mediabook zuzulegen. Das Ganze ist dann auch noch limitiert auf 666 Stück. Und ja, genug vorweg, wir schauen uns das Ganze mal etwas näher an. Ja, wir haben hier vorne drauf für meine Begriffe ein wirklich sehr geiles, schönes, gezeichnetes Cover im Gegensatz zu ja, irgendwie einem Kinoplakat oder sowas. Die DVD-Veröffentlichungen sind auch alle gezeichnet gewesen. Wie gesagt, gefällt mir persönlich wahnsinnig gut. Sind hier oben und unten jeweils so kurze ja, Szenen aus dem Film quasi mit abgedruckt. Hier in der Mitte Pleasantville Centennial, ja, 100-jähriges, 100 Jahre Feier von Pleasant Valley. Und wie gesagt, mir persönlich gefällt es unheimlich gut. Man hat hier unten noch DVD und Blu-ray Logo mit drauf. Das Ganze kommt von Class X Illusion. Ja, auf der Rückseite gibt es dann einmal hier oben nochmal, wie gesagt, Herschel Gordon Lewis, Godfather of War, die kurze Inhaltsangabe, Dokumentation, diverse, halt eben insgesamt knapp 3 Stunden Extras mit da drauf, wie Audiokommentare, unter anderem noch der Kurzfilm Follow the Shirt, Skirt, Entschuldigung, und ja, 23-seitiges Booklet ist noch mit dabei und hier unten halt eben die technischen Angaben. Ja, was man dazu sagen muss, die Blu-ray kommt tatsächlich das erste Mal mit deutschem Ton, ist allerdings auch nur eine 2.0, allerdings DTS, Master Audio Tonspur, aber wie gesagt halt eben nur eine Stereotonspur, aber dass man da so ein Ding wie von 1964, dass man da keine 5:1 Spur rauszaubert, das ist auch klar. Hier nochmal ein paar Fotos aus dem Film und ja, von innen drin haben wir hier vorne auf dem Booklet wieder dasselbe Motiv wie auf dem Cover. Auf den beiden Discs sind jeweils der untere Teil aufgedruckt. 2000 Maniacs, die Laufzeiten unten mit drauf. Hier unten ist einmal die Blu-ray. Na, es will wieder nicht wie ich. Oben die DVD. Und wenn man das Ganze... Ich habe das bei dem Jason Media Book mittlerweile bereits erwähnt gehabt. Ich hasse diese Verpackungen oder sowas, wo man die Scheiben immer so blöd erst nach unten drücken und dann nach vorne ziehen muss. Hier vorne als Innendruck, der nur einseitig ist, warum komme ich gleich noch zu, ist dann quasi die Ankunft der 4 Studenten oder was es auch immer sind, die sich in dieses kleine Dörflein verirrt haben. Die Grundstory ist im Endeffekt, Pleasant Valley sind Südstaatler und diese 4, die halt eben
in dieses Dörfchen reinkommen, sind halt eben aus dem Norden. Was bei dieser 100-Jahr-Feier auch nicht wirklich gut ankommt. Ja, ich versuche die hier mal wieder reinzukriegen. Was das Booklet betrifft, hat man hier einmal Willkommen in Pleasant Valley, wo einmal dieser Song bzw. dieser Reim abgedruckt ist, der des Öfteren in diesem Film dann auch zum Besten gegeben wird. Finde ich als Einleitung eigentlich sehr schön. Hier oben sitzt dann einer der Dorfbewohner im Baum mit einem roten Handtuch, Taschentuch und gibt quasi das Signal, dass halt eben Gäste unterwegs sind. Grundstein des Hillbilly Horrors, der, ja, es werden Parallelen gezogen zwischen Herschel Gordon Lewis und Hitchcock und zum Thema oder sowas, wie mit weiblichen Darstellern umgegangen wird. Ja, dann haben wir des Weiteren immer wieder mal Szenen aus dem Film als Fotos abgedruckt. Und es sind sehr viele Informationen dabei über Herschel Gordon Lewis noch selber, über die Art, wie er seine Filme gedreht hat. Textunsicherheiten und Schwierigkeiten des Stehens, wo dann auf eine bestimmte Darstellerin nochmal eingegangen wird, die ihn während des Drehs nahezu zum Wahnsinn getrieben hat. Wenig Geld fördert Kreativität und ja, Kleinstadt voller Schauspieler. Was haben wir hier noch? Körpereinsatz ohne Rücksicht auf Verluste, wo es dann darum geht, im Endeffekt zum Beispiel, es gab für diesen Film gab's keine Stunt-Leute und naja, da kann es dann auch schon mal passieren oder sowas, dass sich einer der Schauspieler dann tatsächlich verletzt und die haben trotz alledem weiter durchgezogen. Hier nochmal ein bisschen ein weiteres Foto und die letzte Seite ist dann quasi nochmal so ein totales Bild von dem PKW, der in das Dorf kommt. Ja, theoretisch gesehen ist das Mediabook komplett durchgedruckt eigentlich, aber man hat hier dieses Heft quasi auf die zweite Seite geklebt, was ich persönlich, muss ich jetzt sagen, gar nicht so schön finde. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber das ist eigentlich schon wieder Nörgeln auf höherem Niveau. Ansonsten finde ich die Veröffentlichung, so wie sie ist, gar nicht schlecht. Gefällt mir wirklich sehr gut. War ein bisschen überrascht, dass das Ganze doch relativ dünn ist. Aber wie war das so schön, irgendwas ist ja immer. Auf dem Buchrücken dann nochmal von Classics Illusion. Quasi die Nummer 8 aus der Reihe. Und werden jetzt einige sagen, oder haben mir schon viele gesagt, als ich geschrieben habe, dass ich mir das Ding zugelegt habe, kenne ich gar nicht. Und 1964, das braucht kein Mensch. Ist wirklich ein absoluter Klassiker, was das Gore-Genre betrifft. Und Herschel Gordon Lewis, muss man ganz klar sagen, hat mit dem Erstlingswerk Blood Feast den Maßstab für das Gore-Genre überhaupt erstmal gesetzt. Zu dieser Blood-Trilogie gehören Blood Feast, 2000 Maniacs und Color Me Blood Red, der danach kam. Und
ja, sind Sachen, die man sich als Horrorfan und oder als Splatter-Fan definitiv mal gesehen haben sollte. Und es muss jetzt nicht unbedingt das Mediabook sein, aber ja, ich habe das Ding nochmal auf DVD in von CMV als kleine Hardbox. Und wie gesagt, das bzw. diese Geschichten sollten normalerweise in keiner Sammlung fehlen. Und ja, schönes Teil. Bin gespannt, was die deutsche Tonspur taugt. Und ja, falls sich jetzt noch einer wundern sollte, dass ich ein bisschen nasal spreche, ich bin tierisch erkältet. Ja, wie gesagt, erste Mal mit deutscher Tonspur, bin gespannt, was das Ding taugt, wie das Bild bei der Blu-ray-Fassung jetzt wirklich aussieht, weil es soll ja komplett überarbeitet sein. Ich hoffe, dass man damit nicht den Charme des Ganzen ruiniert hat. Ja, ansonsten das Mediabook. Mir gefällt es, wie gesagt, unheimlich gut und freue mich darauf, mir diesen Film dann bei Gelegenheit in der überarbeiteten Fassung nochmal anzugucken. Und ja, ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, teilt das Ganze, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.